Im Rahmen des Fußballturniers zugunsten des an einem Schlaganfall erkrankten ehemaligen Eintracht-Spielers Dietmar Roth fand in der Sporthalle Rottgau eine Pressekonferenz statt. Bertin Eichler, Schirmherr der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus und Vorstand der IG Metall, findet, dass ein solches Turnier die richtige Gelegenheit ist, um sich für Menschen einzusetzen. Natürlich gibt es viele Veranstaltungen, wo wir mit der Initiative Respekt auch Menschen unterstützen, die in einer schwierigen Situation sind. Ich denke nur voriges Jahr an den Jungen der schwer erkrankt ist, und auch da gab es ein Fußballspiel. Alexander Leipold, Respektbotschafter und deutsches Ringertalent, erlitt selbst 3 Schlaganfälle und schildert seine Erfahrungen. Es war ein langer Weg, wieder auf die Beine zu kommen, und deshalb engagiert er sich seither für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Das ist im Prinzip auch eine Botschaft, die ich möchte mitgeben. Schlaganfall hat einen Ursache. Wenn man die Symptome erkennt, dann sollte man sich auch gehen und die Einsatzzeit anrufen. Ja, Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Dritte stirbt an Schlaganfall, dritte hat Leibgeschäden für immer. Und dritte hat so ein Glück für dich, dass man nach einer langen Reha einfach gesund ist. Und ich denke, die Spenden, so sagt er, sind hilfreich für einen Schlaganfallerkrankten. Intensive Reha wird oft auch nicht bezahlt. Traurig. Es gibt dann Menschen, die in ein Heim geschickt werden, weil sie im Prinzip für immer als behindert abgestempelt werden. Aber es gibt jetzt Untersuchungen, da kann man das 1-2 Jahre weiter therapieren. Dann haben wir einen enormen Bruch von 60-70% die Chance, wieder normal ins Leben zurückzukommen. Moderator und Respektbotschafter Patrick DeWayne leitete die gesamte Pressekonferenz und las ebenfalls Schirmfrau Sandra Minner zu Wort kommen. Ja, schon, weil man denkt, wenn man viel Sport macht, dann kann einem nichts passieren. Und das sieht man halt einfach auch, jetzt wie es alles passiert ist, aber auch aus Spielerinnen, die trotz alledem krank sind oder krank geworden sind. Das macht einen traurig. Aber ich sage mal, deswegen sind so Tage wie heute toll, dass man sowas macht. Dass wir eine Spendenaktion starten, dass wir ihm helfen, weil ich bin echt wirklich ein bisschen geschockt, weil ich war auch mit ihm unterwegs, wir hatten eine tolle Zeit, wir haben viele Trainingseinheiten gemacht, er ist so ein toller Typ, und ich hoffe einfach, dass einiges zusammenkommt und dass wir unterstützen können und dass ihm einfach bald wieder ist. Ehemaliger Fußballprofi und Freund von Dietmar Roth, Thomas Berthold, sowie ehemaliger OFC-Trainer Dieter Müller waren auch vorbeigekommen, um das Event und ihren früheren Fußballkollegen zu unterstützen. Ich weiß, ich habe selbst einen schweren Schicksalsschlag gehabt vor einem Jahr, wo ich selbst einen schweren Herzinfarkt gehabt habe und mit sehr viel Glück überlebt habe. Und insofern weiß ich, von was ich spreche, und es ist selbstverständlich, wenn man da helfen kann. Man schiebt das so weit weg, und das kann, wie gesagt, jeden treffen, und das macht einen sehr nachdenklich, und wenn man natürlich helfen kann, dann hilft man gern. Im Anschluss folgte das spannende Promispiel. Die Respekt Allstars gegen Diddy's Friends. Uwe Bindewald, Alex Schur, Patrick Löckner, Britta Unsleber, Slobodan Komjenovic und Monika Meyer kickten für Diddy. Im Respekt Allstar-Team unterstützten Bakary Diakité, Lars Schlichting, Sandra Minnert, Alexander Leipold, Carina Sefron, Chris Patrick Rudolph und Bene und Daniel, die 2 Rapper der Band Assis mit Herz. Am Ende stand es 6-6, und so sollte es auch bleiben. Auf ein Elfmeterschießen wurde verzichtet, denn alle sollten Sieger sein.